Der oberste Anführer Snoke war eine der mysteriösesten Figuren, die in Star Wars Episode 7 das Erwachen der Macht eingeführt wurden. Wir erfuhren dann im Verlauf der Trilogie, dass er es war, der Ben Solo immer mehr bearbeitet hatte, sodass dieser nach dieser einen besonderen Nacht in Luke's Jedi-Tempel zu diesem überlief und zu Kylo Ren wurde. Allerdings war Kylo Ren immer noch innerlich zerrissen und wie Snoke versuchte, diese Zerrissenheit während Kylos Ausbildung zu beenden, schauen wir uns jetzt an. Viel Spaß! Der oberste Anführer Snoke fragt seinen Schüler Kylo Ren, ob dieser sich fürchtet. Dabei lässt er ihn mit der Macht über einen Abgrund im Raleigh-System schweben. Ren antwortet mit Nein, doch Snoke gibt sich damit nicht zufrieden und sagt, dass er spüren kann, dass er sich sehr wohl fürchtet und genau das sollte er auch. Er hat nämlich keine Kontrolle, ist unsicher und zweifelt an seinen Überzeugungen. Kurz gesagt, er fühlt sich machtlos. Snoke findet das gut, denn machtlose Menschen sind zornig und schlagen mit blinder Wut um sich. Mächtige Wesen aber können ihren Zorn zügeln. Sie nutzen ihn, sie schlagen zu oder sie fallen. Und genau das macht er mit Kylo. So lässt er diesen in den Abgrund fallen und befiehlt ihm, seinen Zorn und seine Angst zu nutzen, um diese in Macht umzuwandeln. Und genau das tut er und kann sich, bevor er am Boden zerschellt, mit der Macht abfangen. Als Snoke unten angekommen ist, fragt Kylo, ob dieser ihn abgefangen hätte, wenn er es selbst nicht geschafft hätte. Snoke antwortet, dass Skywalker das ganz sicher getan hätte, doch er verlangt mehr von ihm, damit Kylo seine wahre Macht und sein wahres Potenzial entdeckt. Wenn er an seiner Seite herrschen möchte, dann darf große Höhe ihm nichts anhaben. Dann gehen sie, da Snoke Kylo Rens Ausbildung woanders fortsetzen will, um diesen herauszufordern und damit dieser dem ins Auge blicken kann, was ihm zurückhält. Entweder er scheitert, oder er löscht es aus. Als sie ankommen, hat Kylo Ren seine Maske auf, doch Snoke befiehlt ihm, diese loszulassen und schlägt Kylo dabei sogar ins Gesicht. So stellt er klar, dass Kylo sich hier nicht hinter einer Maske verstecken kann, da es ihm nicht möglich ist, sich an diesem Ort für Vader auszugeben. Sie befinden sich auf Dagobah und Kylo kann immer noch spüren, dass Luke mal hier war und Snoke bestätigt, dass hier einer der besten Jedi seine Ausbildung begann. Kylo wundert sich, dass Snoke so respektvoll über Luke spricht und Snoke antwortet, dass Skywalker sich Snokes Respekt und auch Snokes Furcht verdient hat. Kylo stellt klar, dass Luke schwach ist, aber Snoke sieht das anders. Denn laut ihm ist Luke nur fehlgeleitet, denn wenn statt Kylo Luke an Snokes Seite wäre, dann wäre er schon immer im Besitz der Galaxis. Snoke bringt Kylo zu dem Eingang einer Höhle. Kylo spürt die Kälte, Tod und noch viel mehr im Inneren. Snoke sagt, dass diese Höhle Macht und Dunkelheit ist und dass Kylo hineingehen soll. Er wird dort finden, was er durch seine Schwächen nicht begraben konnte. Allerdings kann er auch davonlaufen. Das kommt für Kylo nicht in Frage und er geht hinein. Im Inneren stößt er auf seinen alten Meister, Luke Skywalker. Dieser will nicht gegen Kylo kämpfen, doch das ist diesem egal und so kommt es zum Kampf. Dabei spricht Snoke durch die Macht zu ihm und sagt, dass Luke Kylo gefürchtet hat, da er wusste, wie großartig er sein kann. Kylo soll diesen Hass nutzen und das tut er während des Kampfes. Dabei spürt Snoke Kylos Entschlossenheit und so kann Kylo Ren es schaffen und Luke Skywalker durch einen Schlag durch den ganzen Oberkörper tötet. Doch Kylos Test ist noch nicht vorbei, denn plötzlich stehen zwei neue Gestalten vor ihm. Es sind seine Eltern, Han Solo und Leia Organa, welche ihn bitten aufzuhören. Kylo wird sichtbar schwach. Sie möchten, dass Ben zu ihnen kommt, aber er stellt klar, dass er so nicht heißt. Sie stürmen auf ihn zu mit den Worten, dass er immer Ben Solo, ihr Sohn, bleiben wird und dass sie ihn lieben. Snoke spürt den Kampf im Inneren von Kylo und befiehlt diesem durch die Macht, den Kampf zu beenden. So aktiviert Kylo sein Lichtschwert. Snoke spürt voller Freude, wie Kylo sein Lichtschwert hebt und dass dieser seinen Entschluss gefällt hat. Und während Snoke das spürt, metzelt Kylo in der Höhle seine Eltern mit eben diesem Lichtschwert nieder. Snoke gefällt das, da Kylo gerade die Verbindung zu seinen Eltern zerstört und diese auslöscht. Was Snoke durch die Macht allerdings nicht sieht, ist, dass er sich von Kylos Gefühlen täuschen lässt, denn dieser hat seine Eltern am Leben gelassen und mit seiner Wut nur das Höhleninnere angegriffen. Seine Verbindung zu seinen Eltern ist einfach noch zu stark. Als Snoke gerne das Ergebnis sehen würde, bricht plötzlich die komplette Höhle zusammen und nur Kylo bleibt über. Snoke ist beeindruckt von dieser Machtdemonstration, die Kylo, wie nur wir wissen, nur zeigt, um zu vertuschen, dass er seine Eltern am Leben ließ. Snoke erwähnt,
dass diese Höhle seit tausenden Jahren existierte und er noch andere Schüler herbringen wollte, doch Kylo meint entschlossen, dass das vorbei ist und dass Snoke keinen anderen Schüler mehr braucht. Diese Worte gefallen Snoke und der Comic endet. Ja, Freunde, das war jetzt eine Geschichte, in der wir gesehen haben, wie Snokes Ausbildung von Kylo Ren so aussah, was ein interessanter Einblick gewesen ist. Nun muss ich sagen, gefällt es mir nicht so ganz, dass Snoke einfach so von Dagobah wusste. Da hätte ich ganz gerne eine Erklärung gehabt. Naja, auf jeden Fall war es das jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und mit diesen Worten sage ich ciao, bis zum nächsten Mal und möge die Macht mit euch sein.